Dieser YouTuber hat es geschafft, ein ganzes Land zu Fuß zu durchqueren und genau das möchte ich auch schaffen. Und für das bestmögliche Ergebnis brauchen wir natürlich auch die besten Laufschuhe. Und die finden wir natürlich bei Deichmann. Hä? Hier gibt's ja Crocs. Was ich bisher nicht erwähnt habe, ist, dass er die gesamte Strecke in Crocs bewältigt hat. Deshalb habe ich mich neben all den Laufschuhen auch für Crocs entschieden. Es hat ihn nur 4 Stunden gekostet, um Liechtenstein zu durchqueren. Deshalb plane ich, die Schwierigkeitsstufe mal 3 zu erhöhen. Um das Land Luxemburg zu Fuß zu durchqueren, braucht man mindestens 13 Stunden. Das hört sich doch schon viel spannender an. Hugo, wo sind wir gerade? An der Grenze von Deutschland und Luxemburg. Und wohin laufen wir? Die Grenze von Luxemburg und Belgien. Seid ihr hyped? Hast du gesagt, dass wir Crocs tragen? Natürlich habe ich gesagt, dass wir Crocs tragen. Also wir tragen Crocs auf jeden Fall. Let's go! Gerade am Anfang müssen wir auf jeden Fall steil hoch über den Berg und dann sollte es einfach eigentlich fit gehen. Oh Gott, ich sehe schwarz für die Jungs. Auf geht's, Männer! Ganz am Anfang war die Strecke ganz und gar nicht leicht. Viele Treppen und es ging nur bergauf. Oh nein, es geht noch höher. Scheiße. Doch dann ging es. Schöne Landschaften, viel Abwechslung, wir hatten gutes Schritttempo und natürlich die beste Laune. Die ersten 2 Stunden vergingen wie im Flug. Circa 2 Stunden sind wir in. Ist schon anstrengend, ne? Wir sind jetzt im nächsten Dorf. Hugo, was sagt die Apple Watch? Komm her. 2 Stunden und fast 8 Kilometer. Dafür geht's noch. Wie geht's euch, Jungs? Beschissen. Wie geht's dir? Ja, gerade am Anfang erst. Nur Hugo will aufgeben, aber nach dieser Pizza vielleicht nicht mehr. Okay. Da kommt sie! Oh! Geil! 1, 2, 1. Erster Eindruck, Hugo Hast, Leon Lamarck. 10 Euro ist schon hart für die Pizza, aber die ist jetzt nicht schlecht. Und dann kam auch schon der erste Tief. Hugo, was los? Ich kann nicht mehr, Digga. Also ich will ehrlich, Digga, bis zum Ende schaffe ich das nicht mehr. Wo sind wir? 10 Kilometer, Bro. Wir haben 1/5 geschafft. 1/5, das ist Motivation. Was richtig fickt ist hier, Digga. Ich kann nicht mehr. Ja, Pflaster. Ah ja, Digga, deine Pflaster bringt nicht für alles. Ganz kurz Verschnaufpause, komm, wir machen ein bisschen Pflaster drauf und dann geht's weiter. Es ist extrem beschissenes Wetter. Die Jungs, vor allem Hugo, sind glaube ich kurz vor Aufgeben. Ja, an sich ist es aber eigentlich geil zu laufen, for real. Man sieht so ein bisschen Natur, man kann so ein bisschen nachdenken und jetzt fängt es an zu regnen. Scheiße, es soll jetzt 4 Stunden regnen. Junge, es hagelt sogar. Es kann nur besser werden. Okay, das hätte ich nicht sagen dürfen. Es wurde noch ekliger. Aha. Hier müssen wir rein. Ach du Scheiße, ey. Dass diese Wege überhaupt eingezeichnet werden, ist ja krass, ey. Komplett im Wald. Komplett. Okay, wir sind raus aus dem Wald und es regnet nicht mehr. Hochphase beginnt jetzt. Oder, Jungs? Okay, Jungs, das Ding ist, wir haben die ganze Zeit kein Wasser, weil hier bei den Dörfern, wo wir vorbeikommen, ist kein einziger Supermarkt. Ein bisschen verschätzt. Ey, es geht nicht mehr anders. Wir müssen bei Häusern klingeln und nach Wasser fragen. Hello. Hello. We are traveling around and here's no like supermarket. Do you have water? Can we buy something? You just want to drink? Yeah, yeah. Just a moment, I give you something. Thank you. So they have some sparkling, but I fill it up from the tap. But it's okay, we drink. Okay. And if you want the apple juice. Oh, thank you very much. Can we go? No, no, money, no, no, no. Okay. Thank you very much. Okay, have a nice day. Boah, ihr wisst gar nicht, wie gut so ein Power-Riegel tut, ne? Ich glaube, die Jungs brechen bald ab. Egal, wir machen das. Ach du Scheiße, ey. Aber zum Glück habe ich Crocs an. Fängt jetzt auch langsam schon an zu schmerzen. Und das Schlechte ist, dass ich jetzt noch nicht erwartet hätte, dass es schon anfängt zu schmerzen. Füße, nicht so geil. Oberschenkel fangen langsam an. Knie auch. 20 Kilometer in. Boah, und 6 Stunden. Wir müssen ganz kurz Pause machen, weil wir unsere Füße mal abchecken sollen. Geht eigentlich voll, ne? Geht, geht. Ja, hast recht. Dann ist nur noch die Hälfte. Guck mal, jetzt fängt erst die Challenge an, Bro. Ey, aber geile Schuhe habt ihr an, Jungs. Wir hatten tatsächlich immer wieder Wassermangel, weil wir einfach keine Supermärkte oder Tankstellen finden konnten auf dem Weg. Doch dann wurden wir irgendwie erhört. Oh. Wie hast du uns gefunden? Hat man das so raus... Block mal, block mal. Wir sind doch durch den Wald gelaufen, als ob du uns gesehen hast. Ey, wir haben durch Hugos Stream gerade einen Zuschauer gefunden, der Nahrung für uns hat. Oh mein Gott, vielen Dank. Mega. Vielen Dank, Mann. Oh. Jungs, jetzt ziehen wir erst recht durch. Danke. Eine Stunde habe ich euch gesucht. Eine Stunde? Was? Seitdem wir live sind. Eine Stunde. Digga. Und vor allem genau bei der Bank, ne? Ich glaube, wir müssen nach links. Wir müssen echt nach links. Oh mein Gott, statt diesen Weg, der so übelst geil ist, müssen wir wieder in den Wald laufen. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Wir
sind circa kurz vor der Hälfte und das ist schon insane. Ich habe es komplett unterschätzt, Alter. Crocs, die sind zwar super, aber es ist auf jeden Fall eine Challenge, auch wenn sie sehr stabil halten. Aber die Natur ist super schön. Guckt euch das an. Wir sind gleich in Luxemburg. Das ist circa die Hälfte. Es wird bald dunkel. Und hier, stellt euch mal diesen Wald in der Dunkelheit vor. Nicht so geil. Wir sind an einem Zeitpunkt angekommen, wo jeder einzelne Schritt wehtut. Ich habe mich bisher noch gescheut, eine Ibo zu nehmen, aber ich glaube, bald ist es soweit. Okay, Jungs, ich glaube, wir haben ein Big Problem. Das ist abgesperrt. Aufstieg für Unbefugte verboten. Danger. Steine können runterfallen. Fuck. Wir können über den See springen. Schwimmen. Okay, dann müssen wir zurück. Okay, Jungs, wir müssen jetzt diesen ganzen Weg nochmal zurück, um diese Straße entlang zu laufen. Scheiße, Alter. Und es wird dunkel. Die Zeit addiert sich wieder und das ist wirklich der größte Upturn. Okay, Leute, es geht nicht mehr. Alles tut weh. Knie, Beine, Füße, vor allem Rücken. Zur Zeit für ein Ibo. Ich hoffe, das hilft. Die Wege werden gefährlicher. Bis safe nochmal durch Wald und sowas laufen. Darauf habe ich gar keinen Bock. Und natürlich gibt es auch einzelne Wege, die komplett hochgehen und wieder runtergehen und so. Es wird nicht schön. So, noch knapp 6:05 bei den Jungs ist vorbei. Verständlich, Mann. Verständlich. Danke, dass ihr dabei wart. Good luck. Jungs, es geht jetzt weiter alleine. Ich bin zwar sehr traurig, dass die Jungs weg sind, aber ich werde schneller sein, weil ich nicht so viele Pausen machen möchte. So, wir sind auch jetzt gerade in Luxemburg Stadt. Hier sind Zivilisation, es gibt auch noch mal ein bisschen Power. Ich konnte ein bisschen von meinem Rucksack wegnehmen, Drohne und so. Das heißt, ich bin ein bisschen leichter. Ibuprofen hittet gerade rein, das heißt, ich kann gescheit laufen. Mein Körper, der will nicht mehr. Aber jetzt erstmal kurz was zu fühlen holen und dann let's go. Bisschen Kohlenhydrate. Ich habe einfach keine Zeit, richtig zu essen jetzt. Ich komme jetzt schon, stand jetzt um 1.30 Uhr an. Versuche noch ein bisschen Zeit rauszuholen, indem ich ein bisschen schneller laufe. Ich pack das. Ich pack das, Leute. Ich laufe gerade einfach so eine Burg entlang. Mal rausgucken. Wo bin ich hier? Ohne Scheiß, da im Dunkeln alleine rumzulaufen, war schon scheiße. Die Zeit ging viel, viel langsamer vorbei und es war einfach todeslangweilig. Ohne Scheiß. Wie gruselig kann etwas aussehen? Noch 5,5 Stunden. So langsam kommen wir echt an meine Grenzen. Das ist auch echt gefährlich. Medikit. Ich brauche mein Medikit. Also no joke, Leute. Alleine ist das die absolute Hölle. Je länger diese Reise geht, desto kürzere Schritte mache ich, desto mehr humple ich. Liebe Leute, eine große Problematik jetzt. Ich habe zwar Taschenlampen und so, aber es fängt langsam an, dass es nur noch Waldweg ist und es ist da stockdunkel. Und ich habe echt low-key ein bisschen Angst. Wir kommen gleich zu einem Stück, wo es ab dann nur noch circa 3 Stunden Wald ist. Und das Ding ist, wenn ich abgeholt werden möchte oder wenn ich da raus möchte, dann kann da halt niemand hinkommen. Oder wenn mir da irgendwas passiert. Checkt ihr, was ich meine? Jetzt ist halt die Frage, ob ich das durchziehe. Es fängt nun an. Seht, es wird immer dunkler. Gleich auf der linken Seite befindet sich der Waldweg und ich glaube, das war's. Sorry, ich traue mir das nicht zu. Ich wage mal den Schritt rein. Oh mein Gott, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Scheiße. Bei nächster Möglichkeit scharf rechts. Ich habe mich so erschrocken. Okay, nein. Nein. Ich kann da jetzt nicht 3 Stunden durchlaufen. Ihr seht hier, geht es zum Waldweg. Das ist der Waldweg. Der geht jetzt noch hier die ganze Zeit entlang. Das ist die ganze Zeit Wald. Guck mal so, der tiefste Amazonas ist das. Ach du Scheiße, die ganze Zeit. Ich bin so extrem enttäuscht einfach. Ich sag euch aber ehrlich, ich hätte trotz den ganzen Schmerzen, ich hätte noch eine Ibu reingepfiffen und mindestens noch die 40 Kilometer geschafft, aber ich bin einfach ein Schisser. Ich traue mir das nicht zu. Ich traue mir das nicht zu, 3 Stunden da durch diesen Wald zu laufen, Mann. Falls mir irgendwas passiert, so was, wer soll da was machen? Es ist komplett dunkel, Alter, es ist viel zu gruselig. Ich habe zu viele Horrorfilme geschaut. Mann! Und jetzt sitze ich auf dem scheiß Spielplatz, Alter. Ich werde gerettet. Digga, du bist überdreckig, ne? Was soll ich denn machen? Na, wie geht's dir? Mir geht's desaströs. Also gelaufen sind wir circa, ja, fast 50.000 Schritte, Kilometer, 34 Kilometer von circa 48. Ich war sehr enttäuscht von meiner Leistung, aber ganz ehrlich, es ist okay, auch mal zu scheitern. Ich meine, das Liechtenstein-Ziel hätten wir easy geschafft. Das wird bestimmt nicht die letzte Challenge sein, Leute. Jetzt habe ich umso mehr Bock. Checkt Deichmann ab, die das ganze Projekt hier supporten. In ihren Shops sowie auch online gibt es eine Menge Auswahl an Crocs und anderen Schuhen. Hier links kommt ihr zu einer neuen Folge Influencer-Produkte testen. Checkt sie gerne ab. Wir sehen uns nächste Woche.